Herzlich willkommen zurück zu XCOM Terror from the Deep. Da ist er wieder, total verschwitzt, der LST nach dem Sport. Aber anstelle von einer schönen Dusche gönne ich mir jetzt ein schönes XCOM mit euch und schauen wir mal, so was im August passiert. Zum Beispiel ein fertiger Forschungsbericht, schauen wir uns doch gleich mal an. Der MS-Störer, das allerneueste in der MS-Technologie, kann nur unter Wasser von Aquanauten mit MS-Fähigkeiten verwendet werden. Klicken Sie das Störer-Icon an, wählen Sie die Art des Angriffs und geben Sie mit dem Cursor ein Ziel an. Es gibt zwei Arten des Angriffs per Störer. Blockieren des Implantats. Im Erfolgsfall wird die Einheit verwirrt und kann in Panik geraten. Implantatkontrolle. Im Erfolgsfall gewinnen Sie die Kontrolle über die gegnerische Einheit. Also dasselbe, was die Aliens mit uns machen können. Wir können mit diesem MS-Störer die Aliens übernehmen und dann steuern für einen Zug. Und da kann man natürlich allerlei Schabernack damit treiben. Ja, ich sag's nochmal, ich bin ja nicht so der große Psi- und Molekularstörer-Freund. Ich werde es trotzdem ein bisschen zumindest einsetzen, um es zu demonstrieren. Und für den Notfall, ich glaube, da ist das ganz legitim. Ich habe schon wieder gehört, dass Kollegen mir hier anmaßen, dass ich nur in meinem Schiff bleibe und nur Psi verwende und deswegen gewinne und sonst kann ich ja gar nichts anders. Also das ist natürlich absoluter Blödsinn und wer so einen Schwachsinn behauptet, da werde ich schon ein bisschen, finde ich schon ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt. Also wer meine alten LPs kennt, der weiß auch, das stimmt überhaupt nicht. Das erste Terror from the Deep LP, das haben wir gar nicht mit Psi gemacht und bei UFO haben wir es halt mal ab und zu verwendet. Also, bevor ich das weiter ausführe, MS-Generator, das ist sowas wie das Gedankenschild in UFO, werden wir auch gleich mal erforschen, erkläre ich, wenn es fertig ist. Also ich finde, da brauchen sich Leute gar nicht zu mokieren drüber, vor allem, weil ich es gar nicht mache. Von daher verstehe ich die Anmaßung gleich doppelt nicht. Und ich finde, wenn man die ganze Zeit nur mit einem Panzer rumfährt und den vorandrängt anstelle der Soldaten, das ist mindestens doppelt so lame wie Psi. Das wollte ich nur mal an der Stelle anmerken. Und ich finde auch, es gibt Leute, die selbst sehr viel Psi verwenden, spielen das Spiel teilweise trotzdem besser als Leute, die kein Psi verwenden. Das auch nur mal. Und es gibt dann auch solche Leute, die machen ultra fiese Hardcore-Challenges, aber dann spielen sie keine Missionen, keine Nachtmissionen, keine Missionen mit schwierigen Aliens und ja, was weiß ich, jede Terrormission auslassen. Da frage ich mich, warum mache ich so eine schwere Challenge, sei es Superhuman Challenge oder eine andere Challenge, wenn ich sowieso alles, was ein bisschen Anspruch hat, weglasse oder dann nur die Panzer vorschicke oder irgendwelche Störer ins Blaue halte. Also, und die Besten sind dann noch, die sich drüber mokieren. Ja, der LST, der braucht 300 Videos, um XCOM fertig zu machen. Ich habe das ja viel schneller geschafft. Also das glaube ich schon, wenn ich die ganze Zeit keine Mission spiele und nur Panzer vorfahre und nur das erforsche, was man unbedingt braucht, um das Spiel zu schaffen, da wichse ich euch das Spiel in 20 Folgen auch runter. Also es ist keine Kunst. Es beweist einfach nur, dass man sich mit dem Spiel nicht wirklich befasst, weil man keine große Lust dazu hat. Und ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, ich mache hier keinen Speedrun. Wir machen das schön langsam, damit wir sehr viel vom Spiel mitkriegen und damit wir auch viele Leute unterbringen. Und wem das nicht passt, der kann mich am Arsch lecken. So, und jetzt nach diesem Rant weiter beim Spiel. EWV-Verteidigung auf LST1 ist fertig. So, damit vier Stück. Das ist sehr gut. Gedankenschild brauchen wir noch und dann brauchen wir noch eine andere Einrichtung. Die können wir aber, glaube ich, noch nicht bauen. Und in 9 Tagen können wir dann diese Sonare abreißen, weil wir den Transmissionsresolver haben. Okay. So, nach dem MS-Generator werden wir die außerirdische Herkunft endlich mal erforschen, damit wir hier mal ein bisschen weitermachen können. Und dann werden wir noch eine Basis spielen müssen, die werden wir nämlich brauchen, weil wir brauchen noch einen zweiten Captain. Mit einem allein ist es leider nicht getan.
Oh, ich würde die Dinger so gern runterschießen, aber wir haben keine Chance mit unseren Barracudas. Leider ist die Reichweite der Sonar-Oszillatoren nicht so hoch, dass wir sehr große Schiffe unbeschadet überstehen können. Also ich nehme einfach mal an, das sind entweder sind's Infiltrationsschiffe oder Schiffe, die nach unserer schwimmenden Basis suchen und uns angreifen wollen. So, jetzt geht hier da drüben auch endlich mal ein bisschen was los. Drittes Schiff, glaube ich, inzwischen. Also jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Nach dem Rant da gerade eben bin ich jetzt total außen vor. Also demnächst werden wir unsere Rookies hier von der Basis nochmal auf eine Mission schicken, ist ja ganz klar. Oh, LST-1 wird angegriffen. Das ist nicht so schön. Mal gucken, ob wir den Angriff abwehren können. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir spielen eine weitere Verteidigung der Basis. Och du Scheiße. Wir brauchen mehr Abwehr. Naja, jetzt müssen wir da durch. So, jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwie was ablegen kann. Sehr gut, das geht. Wir haben jetzt wieder keine Granaten. Das ist nicht so gut. Wir haben gar nichts, außer Sonargewehre und Kanonen. So, okay. Naja gut, das machen wir schon irgendwie. Ich hoffe einfach bloß, es sind keine Hummermenschen oder Tassots oder so, weil sonst könnte es trotzdem ein bisschen gefährlich werden. Jetzt haben wir ja die volle Manneskraft da. Auch wenn wir die Psione Schwachen dabei haben, den gebe ich vielleicht, mal jetzt vom Muni jetzt mal ausgenommen, weil ich ihn schon ausgestattet habe, nur die Dinger hier. Dann können sie vielleicht nicht ganz so viel Schaden machen, falls sie auf unsere Leute ballern. So. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, sorry, aber besser richtig ausgerüstet, als hinterher den Schaden zu haben. Der Duke behält das, Filet auch, Giga Games auch, der Bismarck, Louis auch. So, der Team, der alte Veteran, auch schon aus dem ersten Teil, den können wir, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken, das fette Ding da geben. Flemmy behält das auch mal, der A auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, der A, der setzt jetzt mal aus. Habe auch gar nicht geguckt, ob der A aufgestiegen ist. Das müssen wir mal nachholen. Denn selbst wenn der Psione schwach wird, wir machen natürlich aus ihm den Soldaten. So, ihr wisst ja, bloß weil eine Psione schwach ist, heißt das nicht, dass er bei mir nicht mehr drankommt. So, unser Freund Dukentarum kriegt auch eine dicke Wumme. Der Cool Pac-Man auch. Ach, wir haben jetzt schon wieder so eine richtig schöne Stammgruppe aneinander. Da macht das Spiel dann gleich doppelt so viel Spaß. Igor, ja, dann lassen wir das mal. Vom Malmö habe ich keine Ahnung, ob er psionisch gut oder schlecht ist. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platzprobleme. Das ist immer so das Problem bei diesen Basismissionen, die Leute hier auszurüsten. Da hätte man sich was Besseres einfallen lassen müssen. Definitiv, das ist ein Manko des Spiels. Upu out. Weiß gar nicht. Von denen wissen wir die ganzen Psi- bzw. Molekularsteuerungswerte gar nicht. Am Ende des Monats, sofern sie jetzt überleben, sind wir hoffentlich schlauer. So, dem Inex lasse ich das noch schnell. Dem Hexis gebe ich... Moment. Ah, Hexis. Eh schon der letzte, dann haben wir sie ja schon geschafft. Dann ist das Video schon wieder fast vorbei. Gut, wenn ich mich dran erinnern kann, werde ich zwei hochladen an dem Tag. So, jetzt schauen wir erst einmal, wie tief wir in der Scheiße stecken. Inex sieht jetzt erstmal nix. Dann geht er wieder rein ins Kabuff. Wir wollen jetzt nicht am Anfang gleich wieder Casualties haben. So, Cool Pac-Man, er sieht was. Jawohl, Aquatoiden, sehr schön. Trotz ihrer Psi-Fähigkeiten, glaube ich, das Beste, was uns momentan passieren kann. Denn hier so Hummermenschen oder Tathots und Bio-Drones, ich glaube, das wäre die Hölle auf Erden gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Gut, ich lasse alle mal drin. Ist ein bisschen sicherer, glaube ich, jetzt so am Anfang. Den ersten Zug mal abwarten, Kaffee trinken, kennt ihr ja die alte Story. So, da stehen sie alle auf dem Haufen. Der Dukentarum sieht einen. Schade, knapp daneben. Dann gehst du mal rein. Wir haben ja noch... Boi, boi, boi. Kumpel? So haben wir aber nicht gewettet, ne? Shitty. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde.
Dann geht der Duzentarum nach da hinten. Klappt leider nicht ganz. Wie macht man das jetzt? Das Blöde ist, wir haben keine Granaten. Das ist schon wieder überkacke jetzt. Er braucht 39 für einen Schuss. Das Problem ist, hier steht halt auch noch einer. Vielleicht probieren wir erstmal den zu töten. Sehr gut. So, dann geht Luciana mal in Sicherheit. Es wird doch nicht unser guter Duzentarum dran glauben müssen. Das ist jetzt schon wieder übel, ne? Hier haben wir 1000 Leute, aber die bringen uns nichts, weil der ums Eck steht. Wir können höchstens auf einen spontanen Schuss hoffen. Das Blöde ist, er muss zum Schießen ja nicht ums Eck laufen. Deswegen wird die Taktik auch nicht funktionieren. Mit spontanen Schuss und so. Ich warte jetzt einfach mal und hoffe aufs Beste für unseren guten Duzentarum. Leider ist er jetzt, wie scheint, ja, verwundet. Hat er eine Sonarkanone? Ja, sieht so aus. Gar nicht schön. Dann bewege ich erstmal den Rest der Leute. So, Louis. Und dann der Igor mal hier rein. Eiser macht sich schon mal startklar. Teppich belohnt. Ich weiß nicht, ob ich ihn stehen lassen soll. Ha. Vielleicht haben wir jemanden hier, der uns helfen kann. Giga Games zum Beispiel. Die Option habe ich noch gar nicht abgewägt. Giga Games, probier mal. Keine Schusslinie. Ja, da ist so viel Gerümpel im Weg. Schade, schade, schade. Vielleicht Team FAO. Ich glaube zwar auch nicht, dass er eine Schusslinie hat, aber wir probieren es einfach mal. Nee. Ja, jetzt kommt es drauf an, ob wir Glück haben oder nicht. So. Das waren doch sicher nicht alle unsere Männer. Wir haben bestimmt noch im zweiten Stock welche. Da werden wir gleich mal gucken. Louis Teppichpilot. Soll ich ihn hier lassen? Ja oder nein? Vielleicht hilft's. Ich lasse ihn mal hier. Vielleicht kann er spontan schießen. So, der Duke, der kommt mal mit runter. Wird jetzt wieder eine unspektakuläre Folge, weil wir jetzt wahrscheinlich nur noch bis zum Ende formieren werden. Aber wie gesagt, ich verspreche es, an dem Tag wird es 2 Folgen geben. Und wenn ich es vergesse, erinnert mich einfach sofort dran. Sobald ihr das Video seht, dann werde ich sofort uploaden. So, Mooney, raus. Gut. Wen haben wir hier denn noch Schönes? Den Flemmy. Stehen halt alle auf dem Haufen, ist ein bisschen blöd, ne? So, er macht sich bereit. Im nächsten Zug wird er hier nach draußen schauen. So, wen haben wir noch? Waren das alle? Ist krass, selbst auf unseren modernen Rechnern hier ruckeln diese Basenmissionen noch. Das ist echt der Hammer. Die haben damals auf einem 386er. Ah, das ist der... Na doch, wir können hier runter. Manchmal starten die Leute in Räumen, wo sie nicht runter können. Das war so ein Bug. Aber hier ist noch eine Treppe. Was ich sagen wollte, damals auf meinem 386er das Spiel gespielt, diese Basisverteidigungsmission, die haben so geruckelt. Und dann, wenn du den Zug abgegeben hast, dann hast du manchmal eine Minute auf die Aliens warten müssen, bis sie fertig waren. Das war schon krass damals. Das war überkrass. So, ich würde sagen, um diese Schreckensepisode zu beenden, machen wir hier jetzt gleich mal einen Cut. Und dann legen wir bei der nächsten so richtig los. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann. Bye, bye.